Das Saisonhalali endete im Spartakusstadion für die Torgelow-Greifen. Sie empfangen zum 30. Spieltag den SV Blau-Weiß-Polz. Die Gäste stehen schon als fast Absteiger fest. Nur noch ein kleines Wunder würde die Polzer retten, um in der nächsten Saison doch noch in der Verbandsliga zu spielen. Vom Anpfiff gab es die Ehrung für den Meister aus Torgelow. Und einige Herren vom Landesverband übergaben Urkunden und den Pokal, den Günter Klose an Greifkapitän Steffen Passo übergab. Außerdem wurde der Torschützenkönig der Liga gekrönt. Es war nicht Steffen Passo, er nahm nur die Urkunde entgegen für Robert Sikorski, der mit sagenhaften 41 Toren mit Abstand die meisten Treffer in der Verbandsliga erzielte. Leider hatte er einen wichtigeren Termin wahrzunehmen. Er heiratete in seiner Heimatstadt. Die Torgelower begannen unbeschwert die Partie. Erste Möglichkeit, ein Schuss von Glant. Aber auch die Polzer versteckten sich nicht, wollten noch ihre Minimalchance hier nutzen und hatten hier schon eine nicht schlechte Möglichkeit. Der Ball war noch heiß. Und der nächste Angriff der Gäste. Doch abgefangen von den Greifen Cortula auf Matz. Der Pass zu Kossiel und der wunderschön gemacht, erzielt das 1:0 und somit das 100. Tor in dieser Saison für die Greifen. Das war der 6. Saisontreffer für Radek Kossiel, der hier wunderschön abschließt zum 1:0. Und die Greifen weiter. Voll auf Offensive ausgestellt. Wieder Cortula, der eine recht ordentliche Saison spielte und sogar 4 Treffer hatte. Was war denn das? Die Polzer gaben die Vorlage sogar hier zum 2:0. Glanz, 16. Minute. Und da haben sich die Gäste fast selbst die Murmel ins eigene Tor gehauen. Cortula Flanke, die von den Polzern zweimal noch abgefälscht wurde, wenn man so sagen kann, und Glant nutzte diese Möglichkeit eiskalt aus, 2:0 in der 16. Minute. Und das war Alexander Glanz 11. Saisontreffer für einen Abwehrspieler, eine recht ordentliche Quote. Die Greifen hier mit diesem Eckball. Kossiel zog schön ab und auch gut pariert vom Polzer Schlussmann. Gut 400 Zuschauer kamen noch einmal am letzten Spieltag ins Torgelower Fußballstadion. Sicherlich hatte man sich den ein oder anderen mehr Fan erhofft, doch die Luft war raus. Und somit konnte man noch ganz gut mit 400 Zuschauern an diesem Tag zufrieden sein. Die Polzer spielten frech weiter, trotz deutlichen Rückstandes.
und kamen sogar noch vor dem Halbzeitpfiff zum 1:2. Anschlusstreffer durch Knack, 42. Minute. Danach noch dieser Eckball, der etwas für Gefahr sorgte bei den Gastgebern. Unmittelbar vorm Halbzeitpfiff Alat, der sich hier durchtanzte und mal abzog, aber nicht den Torwart überwand. Somit ging es mit dem 2:1 in die zweite Halbzeit. Alat hier setzt sich durch, findet den Abschluss, aber auch hier scheiterte er am Torwart. So plätscherte die Partie hin und her. Die Greifen spielten nicht regelmäßig. Gute Möglichkeiten. Die Gäste blieben aber auch nicht ungefährlich. Möglichkeit hier, die aber Wegner sauber klärte. Noch eine Möglichkeit für die Torgelor. Kossiel. Schuss. Aber der Torwart blieb Sieger und so ging die Partie weiter. Es endete 2:1 für die Torgelor und nochmal eine tolle Geste der Greifkicker an ihre Fans, die sich damit in die Sommerpause verabschiedeten. Ja, mit welchen Gefühlen? Wir sind immer froh, dass wir Urlaub haben jetzt. Zwar nicht lange, 3 Wochen nur, aber den werden wir ausgiebig nutzen. War eine harte Serie. Wir haben es geschafft und endlich ist es vorbei.